Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Digitalserie. Es geht noch um den Bau dieses synchronen Modulo 6 Vorwärts-Rückwärtszählers mit JK Master Slave Flipflops. Heute geht es darum, die KV-Diagramme, die wir beim letzten Mal erstellt haben, beziehungsweise beim letzten Mal begonnen haben, sie zu erstellen. Den Rest hast du ja bis heute gemacht, hoffentlich. Heute geht es darum, diese KV-Diagramme zu vereinfachen. Gehen wir direkt nochmal in die Tabellen. Da wären wir. Und dort zeige ich erstmal diese Tabelle, die wir beim letzten Mal gemacht haben, das KV-Diagramm. Das haben wir beim letzten Mal erstellt, das KV-Diagramm für J2 und die KV-Diagramme für K2, J1, K1, J0 und K0 standen noch aus. Am besten stoppst du dieses Video direkt einmal und vergleichst deine Ergebnisse mit den Ergebnissen, die hier stehen. Alternativ habe ich auch wieder dieses Video unterhalb, diese PDF-Datei unterhalb des Video gestellt, sodass du das PDF auch ausdrucken kannst und dann entsprechend vergleichen kannst. Okay, nachdem du verglichen hast, können wir nun anfangen, die KV-Diagramme zu vereinfachen. Fangen wir mal an mit J2. Dort sehen wir zwei Einsen, die wir berücksichtigen müssen, und wir können jetzt anfangen, dort entsprechend Inseln zu bilden. Das heißt, eine Insel, die wir bilden können, ist hier, wir können die 1 mit diesem X verbinden. Diese X-Werte können wir entweder als 1 oder als 0 interpretieren. Und wir interpretieren also dieses X gleich 1 und können da aus diesen beiden Feldern eine Insel machen. Und ich mache diese Insel mal gelb. Und eine zweite Insel, die wir hier haben, wir müssen diese 1 noch berücksichtigen. Wir haben keine benachbarten, aber wir haben hier direkt ein Feld gegenüber. Das heißt, diese Insel kann ich einmal blau machen und das entsprechend auch, sodass ich weiß, okay, ich habe hier diese beiden Inseln, diese beiden Felder gehören zusammen und diese beiden Felder auch. Und wenn ich mir jetzt die Gleichung angucke, dann muss also das oder das erfüllt sein. Und wir gucken uns erstmal das gelbe Feld an. In dem gelben Feld muss auf jeden Fall V erfüllt sein. Es muss auch Q0 erfüllt sein. Und es muss auch Q1 erfüllt sein. Q2 muss nicht erfüllt sein, weil ich ja sowohl ein X hier oben habe, wo Q2 erfüllt ist, als auch hier unten ein Feld habe, wo Q2 nicht erfüllt ist. Das heißt, dieses Feld lässt sich beschreiben als V und Q0 und Q1. Diese blauen Felder, da muss V nicht erfüllt sein. Es muss Q0 nicht erfüllt sein. Und es muss Q1 nicht erfüllt sein. Sodass wir auf folgende Gleichung kommen. Ich schiebe es hier mal hin. Es muss also gelten, J2 ist gleich Q0 und Q1 und V für das gelbe Feld. Oder V nicht, Q0 nicht und Q1 nicht für das blaue Feld. Okay, das gleiche machen wir auch mal für K2. Bei K2 haben wir bessere Möglichkeiten, die Felder zusammenzufassen. Wir können beispielsweise hingehen und können sagen, wir müssen diese 1 berücksichtigen. Und wenn wir diese 1 berücksichtigen, dann können wir letztendlich diese 3x dazu nehmen. Ich mache das Ganze mal in blau. Und dann haben wir quasi diese 1 berücksichtigt. Und wenn wir dann noch diese 1 berücksichtigen, dann können wir im Prinzip den Nachbarn dazu nehmen. Das Ganze mal in gelb meinetwegen. Aber wir können auch diese beiden Felder, die gegenüberliegen, dazu berücksichtigen. Dann haben wir da auch ein Gelb. Sodass wir jetzt alle Einsen, also es waren ja nur zwei, diese beiden Einsen berücksichtigt haben. Und wir können die Gleichung wieder aufstellen. Für den blauen Bereich muss gelten, V muss erfüllt sein. Und Q0 muss erfüllt sein. Und für den gelben Bereich muss Q1
Q0 nicht erfüllt sein und V nicht erfüllt sein. Wenn ich die Gleichung hier mal anschaue, ich lege sie hier mal drunter. Also für K2 gilt Q0 nicht und V nicht. Das sind die gelben Felder. Oder eben die blauen Felder. Und für die blauen Felder gilt V und Q0. So, für die nächsten vier Felder habe ich wieder die Hausaufgabe für dich. Schreib einmal die vereinfachten Gleichungen für J1, K1, J0 und K0 auf. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann die Lösung an.